Eins, zwei, drei. Xenia, Fox, Cecilia, wer noch, Chat? Nicht die von heute, sondern schon allgemein. Nicht drei von heute, sondern allgemein. Katalea, ja? Und Diana ab und zu. Kommt da noch eine Antwort oder ist das so lang, die Liste? Also, du musst unterscheiden. Okay. Mit denen ich flirte nur oder mit denen ich was habe, richtig? Flirten. Boah. Okay, dann, wenn das zu viel ist, dann was haben. Also, ich hab. Die denken, ich bin nur für sie da. Und die denken, ich will mit denen zusammen sein. Die du Ja, so das sind. behandelt hast wie mich zum Beispiel. Nein, wie dich habe ich keine Bande. Erzähl. Also, dann sind wir so ungefähr bei 3 oder 4. 3, 4. Fox? Wer noch? Sag ich nicht. Wieso? Oh. Vertraust du mir nicht? Du wolltest gestern noch Fox Fitner machen. Ich hab doch, hä? Ich hab gar keinen Finder gemacht. Ich hab die Klappe gehalten. Also Fox, eine Senior. Senior, ja? Schreibst du das gerade auf? Nein, mich ruft gerade jemand an, aber ich nehme nicht an. Ich sag's dir nicht. Senior, ja, weiter? Sag ehrlich, hier, schreib mich auf. Kevins Mutter? Kevins Mutter. Ja. Okay, weiter. Und das war's. Das waren aber nur drei. Du hast viel gesagt. Ja, 14 nicht. Was ist mit dieser Fettarsch? Katalea? Was mit ihr? Das ist ja nur ab und zu so eine Session. Chosa, ey. Sie ist so wie diese Denkswerbung, weißt du? Wie diese Cola-Werbung, die zwischendurch kommt mit Manuel Neuer. Mit Manuel Neuer? Kenn ich nicht. Also nur Fox und Xenia. Also Xenia ist die Schwester von jemandem, ne? Von wem? Sag ich nicht. Was sind das für Halbinformationen? Du, warum bist du so, Mit wem hast du was? sag dir ehrlich, mit niemandem. Lüge. Bei Gott. Du weißt, wie Und ich dann sag bin. bei Gott, du erzählst keinem? Bei Gott, ich erzähl keinem. Okay, Xenia? Fox? Soll ich Katalea sagen? Weiter. Cecilia? Diana? Diana vom Medic. Ja. Ja, die war doch gestern da, als wir im Haus waren. Ja. Okay. Weiter. Und ja, Katalea halt ab und zu. Warte mal, Kevin schreibt mir. Okay. Und wen von denen findest du am besten? Seid ihr noch am Quatschen? Er kann sich hinsetzen. Ich will nicht stören. Nein, nein, alles gut. Oh, entschuldige, Rosch. Sag mal ehrlich, Sophie. Naja, halten Sie Oh mal mein bitte Gott. rechts an. Hier im roten Auto, da ja. Nichts dem Sisir sagen, nichts dem Sisir sagen. Okay. Okay. Warum?
Jetzt zieht das weiter oder so. Ach so, ja, okay. Stimmt. Okay, okay. So, Cecilia, Sie? Datest du zurzeit jemanden? Ich wollte ja Bobby daten, aber der will mich anscheinend doch nicht mehr, hat Sosa gesagt. Echt? Sehe. Warum? Dieser Fettsack, als ob der eine andere Frau abkriegt. Was soll das denn? Ich mochte ihn wirklich. Ja, was denn? Das sind doch nur Fakten gewesen, oder? Ich finde das süß so ein bisschen. Da, ich mag das auch, ja. Kann. Und er hat gesagt, er hat auch eine behaarte Brust. Niemand in Los Santos hat eine behaarte Brust. Sie sehen alle aus wie 12. Dann hast du Kevins Brust nicht gesehen. Ich habe Kevins komischen Bauchnabelbehaarungsstrich gesehen. Das war schon genug. Ja. Interessant, ja. Nee, aber Bauchbehaarung haben... Ich setz mich auf euch. Wir haben das mit der Dreier-Sache besprochen. Das wird nicht existieren. Warum nicht? No. Sag's ihm, Rush. Drehst du an meinem Arsch? Nein. Du bist so ekelhaft. Hallo. Was, was war das? Setz dich da hin. Gönn dir so mal richtig tief. Arsch noch. Ich will, dass du dich öfter auf mein Gesicht setzt. Bitte. Kriegen wir hin. Als ob. Als ob. Wann? Mal ruf. Irgendwann mal, wenn wir nicht gestört werden. Okay. Nicht mehr hören. Ja, ja, das ich sag einfach nur so, das ist voll normal. Ja, aber die ganze Zeit. Das ist ja schlimm, wer der Wagen, aber. Bitte halt die Fresse. Worin sie? Mein Seid ihr Katzen oder? Das ist Joy, die ist erst seit gestern da, bitte. Ja, seid nicht so respektlos zu ihr. Ich hab. Sagst du? Joy, mach doch nur Spaß. Was hat Sosa Sorry, gemacht? No, das war was zwischen mir und Joy. Es tut mir leid. Ja, was ist passiert, Joy? Sie wollte mich entführen und hat mich dann unangenehm von der Frau. Homie, was ist das für ein Tick, 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 Tick? Ja, irgendjemand hat hier einen Knacks. Ich höre gar nichts. Was für ein Tick? Ich höre auch keinen Tick. Ich hab das auch gehört. Ich höre auch keinen Tick. Habt ihr Halluzination? Was haben wir? Halluzinationen! Nee. Die einzige Halluzination, die ich bekomme, bist du von deiner ganzen Schönheit, Joy. Oh. Ja, aber ja, weil sie eigentlich nicht... Die Stadt ist groß, kannst du dir die Stadt zeigen? Ja, mach weiter. Was geht denn hier ab, Alter? Ja, die hat heute irgendwie was. Die ist ein bisschen crazy. Mich ein. Joy, kann ich dir die Stadt zeigen? Warum wollten wir dir die Stadt zeigen? Naja, sie ist groß. Joy, Mami. Was kommst denn du jetzt mit Mami? Und du bist neu. Hey Kevin, komm her. Ist das jetzt hier so ein Mob? Ja. Haben wir schwer das Bett unter uns. Jure. Cecilia will meinen Arsch. Wie? Sie will meinen Di. Bist du dein Di in ihrem Mo? Ja, sie wollte. Sie saß gerade auf mein Gesicht. Du auf alles? Wirklich. Du lügst. Ich schwör's. Wo? Hier am Würfelberg. Du lügst. Wirklich. Sie sagt, ich hab, da hab ich gesagt, ich will das nochmal machen und sie meinte, ja. Wann und wo? Nein, 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 du lügst. Ich lüg doch nicht, Homie. Du saß auf dein Gesicht. Oh. Du einer schreibt, wallah, ey. Hat er alles gefickt, Alter. Okay, ey. Oh. Geh mal, probier mal, dass sie zu dir nach Hause geht. Und dann komme ich heimlich von Ecke. Und genau in dem Moment, wo sie gerade
so runter geht, will ich ins Zimmer reinkommen. Ja? Yeah. Okay. Du musst halt an der SMS, musst du so zack, einfach einen Punkt schicken oder so und dann komme ich direkt ins Zimmer rein. Okay. Oder ich kann einfach lauter reden. Ja, genau, okay, das ist gut, das ist gut. Okay, wir kriegen das okay. heute hin. Okay. Ey. Ja. Yeah. Diese eine Zoe, die ist drei Huba-Buba auf einmal. Drei dieser Würfel. Wie? Das ist wirklich einfach. Würfel im Mund. Es ist wirklich, also ich hab mich warum immer... Warum twerkst du hier so rum? Ich hab mich immer so belästigt gefühlt, aber jetzt verstehe ich das. Es macht wirklich Spaß, so schleimig und ekelhaft und widerlich und aufdringlich zu sein. Ja, normal. Warte mal, hello? Was ist eine ekelhafte Lache? Diana! Weiß nicht, ja? Schuldest mir noch Geld? Ich schulde dir Geld? Ja. Yeah. Ja, ist da was los? Immer mit? Basketballkorb getroffen? Nein, ich habe keine Liste gewonnen. Wann hast du jetzt getroffen? Ich hab getroffen. Wann? Du warst doch also dabei. Das Einzige, was ich gesehen habe mit DJ Bundy, ist, dass du nicht getroffen hast, ja? Ich hab getroffen. Nee, hast du nicht. Sag, wann du hast getroffen? Wie, hör mal hier auf zu powern. Siehste. Lügst du mich gerade an? Bleib mal hier jetzt. Du willst doch mein Vertrauen gewinnen, ja? Ja, schon. Mhm. Du riechst gut. So. Ja? Ja. Okay, warte. Ich geb dir einfach das, was ich auf Hand habe. Warum gebe ich dir überhaupt was? Du hast alles, was du willst. Warte! Warum gebe ich dir was? Du hast 15, 20 Autos. Nein, habe ich nicht. Doch, das hast du mir selber gesagt. Nein, habe ich wirklich nicht. Homie, ich rede doch gerade, Homie. Okay, also wir sehen uns später, ja? Wir gehen was zusammen essen, ja? Date-mäßig. Bis später. Date? Ja, yeah, bis später. Nein, Name? Levin, Homie. Platz reingut. Ah, das bist du. Ich hab doch gewusst, diese Kopfhörer kommen mir bekannt vor. Ja. Natürlich, hast du es endlich geschafft, Motherfucker, ha? Blatz. Ja, ich hab's geschafft, Bruder. Danke. Sehr gut, sehr gut. Kein Problem. Yeah. Ach, immer wieder, Kevin. Ja, was geht? Kevin, Blatz. Ey. Was? Du hast mich schon mit deinem Schwanz. Ray, Homie, was geht ab, Mann? Was geht, Sosse? Was geht, Alter? Immer noch zwei Reiskörner? Ja, das wird auch nichts mehr, sag ich's dir. Ich hab dir gesagt, nichts mehr, nicht weniger. Glaubst du, wir können eine Schwanzverlängerung mit dir machen, Homie? Ich weiß nicht. Ich hab eine Frage. Kennst du diesen Erste-Hilfe-Kasten, der normalerweise immer im Auto ist? Nee. Kennst aber du das was nicht? Mit dem? Da ist doch immer ein Erste-Hilfe-Kasten im Auto. Da gibt's ein Kondom drin, Homie, das passt so einmal durch den Finger. Wurde das echt nur für euch gemacht, Homie? Ich weiß nicht, ich hab die Kondom noch nie gesehen. Kevin! Das ist so, das schüttelst du so über einen kleinen Finger, Homie, wenn du dadurch verletzt hast. Mhm. Manche sagen immer, das benutzt ihr, wenn ihr... Wie was? Ihr? Willst du seine... Warte mal. Wie ihr? Sowas er und sein Bruder. Was ihr? Warte, wer er ihr? Er und sein Bruder. Wer ist mein Bruder? Wer ist dein Bruder? Chiquitan? Kevin! Was? Hey! Hä? Hör auf! Mein Bruder ist auch Lock Lee, pass auf. Welche Locken willst du essen? Weißt du, wenn du ein paar Dinger willst, ich kann dir gern welche geben. Willst du was einmal kämpfen du? Mit mir? Mit dir kämpfen, Homie? Ja, eine Fälle Fight, komm. Dann weißt du mir so einen Karate gegeben, Homie? Ja. Nee, lass es. Okay, will du hast nicht. Nur Angst, ich weiß ganz genau. Ja, will ich nicht. Alles gut. Bevor du Rush Hour 4 hier machst, ja? Hab ich schon. Hast du schon? Ja. Ist gerade noch... Kannst du mir einen Song singen? Nee, der ist ja noch... Ist noch nicht so released. Aber das ist Kung Fu Fight. Und das ist das falsche Lied. Ja, aber das lädt einfach. Kannst du das mal singen? Nein, das ist die neue Lied, das darf ich noch nicht singen. Das ist noch in the making. Ey, Digga, Chat, wurde jetzt Utopia, wurde das abgesagt? Achso, Chat, an alle Leute, ich werde später im Stream darauf reacten, auf, bei mir im Discord, Ausrufezeichen Discord, gibt es einen Channel mit Talenteinsendungen. Hier seht ihr das, Digga, der eine hat schon Talent und zwar Friseur sein, sehr gut. Gibt es Talenteinsendungen. Wenn ihr Videos habt oder irgendein Talent habt, dann sendet das in den Discord rein. Wir werden später darauf reacten und daraus ein YouTube-Video machen. Natürlich, wenn ihr einverstanden damit seid, dass ich ein YouTube-Video daraus mache.
Aber hier gibt's einen Channel. Yes. Mein Sohn ist da. James! James! Komm her, mein Sohn. Sohn! James! Hey, das ist ein Zivikop. Wie, ja, mag ein Schlauch machen Sie sofort Decker. Die Tür auf die Dame, sofort! Okay. Einer fällt mit seinem Arsch, Mann! Decker. Okay, Slanis. Bitte lass ihn halt machen. Okay. Okay. Wir fahren also, jetzt zum MD, oder? Ein halber Reichskorn und so, sobald Ding ist, zwei. Sobald es gelost, sobald es sehr eine schöne Flau ist, zwei. Wie lange brauchst du? Kommt drauf an, wie die Gegebenheit ist. Wenn die geht mit Gokok Klee 1000, dann ist so eine Minute. Wenn du in Wasser hältst, wird größer? Wie normaler Reich? Ja, normal. Das ist so, ja, funktioniert okay. Auch. Sehr gut. Was machen wir jetzt hier? Schwanzverlängerung. Ja, ah, mein... stark, komm. Aber es braucht keine Größe. Mehr. Alles gut, ich bezahle das. Die Dame? Euer Auto? Hallo? Ja. Können wir kurz unter acht Augen mit Ihnen reden? Das ist ein sensibles Thema, wissen Sie. Mit mir und den beiden Jungs. Ja. Ja, warum mit mir? Da vorne ist der Kollege ist auch. Bist du nicht Psychiaterin? Ach so, doch. Ah ja, deswegen. Ja. Erstmal das Gespräch und dann andere. Ich brauche Hilfe, Mann. Oh mein Gott, die aus mir aus Kopfschmerzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Hallo. Tabletten. Yep. Wofür? Gehen Sie einmal gerade durch. Ja, ich brauche Hilfe, Mann. Oh, du musst bis zu der Glückszahl. Der 668. Blau. Hier, eine Tablette. Oh, so warm, Alter. Der ist eine neue Frau gefunden oder was? Wie heißt du? Sorry, die Frau. Ey. Tut mein Lieber, was hast du bitte mit deinen Haaren gemacht? Ist gut oder? Ich oder was? Findest du, Mama würde sagen, dass das gut aussieht? Ich weiß nicht. Meine Mama würde mir vielleicht schlagen, aber ich weiß nicht. Warte mal, ist das deine Schwester, Homie? Ja, natürlich ist meine Schwester. Kannst du werden auch mein Mann? Wie heißt du denn? Mein Name? Nein, nicht von dir, die Dame, Mann. Amy, Mann. Mein Name ist Amy. Amy. Aus welchem Land kommst du, Amy? Amy, ja. Ich war in verschiedenen Ländern. Was? Ich war in verschiedenen Ländern. Okay. Du hast verschiedene Länder? Guck mal, ich will kurz und knapp bleiben. Ich hab dich von Weitem gesehen und ich hab mich ein bisschen verliebt, weißt du? Oh. Ich bin leider verheiratet. Ja, das ist doch kein Problem. Das hat doch nichts mit deinem Land zu tun, oder? Amor, ich muss leider los. Ja, wir haben ein wichtiges Meeting. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Oh. Das war eh hässlich. Er hat einen kleinen Ausgab. Das am Anfang, das war, wer ist die eine? Katalea. Ja. Okay, Armin, bist du bereit? Für was? Für 5 Reiskörner. Was geht? Ich weiß nicht. Eigentlich ist es voll mal zwei behalten, weil ich hab gute Technik. Erzähl mal, was für Technik? Karate im Bett. Wie gerade mit? Das ist so, machst du die aus mit dem Mattenplatz oder wie? Epic King. Es gibt ein Ding aufs Läfe und dann bläst die um. Ja. So Funwender. Ja. Dann gebe ich dir 3 Backshots und dann ist das Ding eigentlich schon fertig. Dann ist eine Minute vorbei. Mit was Backshots haben wir? Also nur mit dem Oberschenkel oder? Mit meiner Leiskorn. Das ist wie wenn du ihr einen Arsch abzupfst, Alter. Was fühlt sich gut an? Es kommen ja auf die Gläser an. Ey, Sosa! Ja? Yeah. Dein Auto steht im Halteverbot, oder?
jetzt? Wir müssen das leider abschleppen. Wo hast du den geholt? Hab ich gekauft für 1 Million. Ah, ja, das ist geil, ja. Aber lieber das Grün wegmachen. Okay, mach ich. Kein dunkles Grün. Grün, weißt du dann? Was? Alles klar, mach ich. Okay, hau rein. So, da ist sie. Liebe Dame? Ja? Wir sind da? Perfekt, kommen Sie mit. So, ja. Hi! Ui, was war das? Ui. Was war das für ein Hi, Alter? Weiß ich jetzt auch nicht. Der Herr hinter mir, haben Sie irgendwie normalerweise eine Kette an, weil ich sehe da so einen Sonnenabdruck, Sonnenbrandabdruck an Ihrem Hals? Ja, ich war ein bisschen lang in der Sonne und ich habe meine Kette auch abgenommen, ja. Okay. So. Also, wie sollen wir anfangen? Also, das hier rechts ist der Ray, um ihn dreht sich das ganze Ding hier. Also soll ich es einfach direkt anfangen? Ja. Alice? Yeah. Ja, fangen Sie ruhig an. Okay, also... Warum ziehen Sie Ihre Hose aus? Ja, sehen Sie? Ich dachte, es geht hier um ein psychologisches Problem. Ja, das ist ja. Das kommt woher? Durch die Größe oder... Ja. Ja. Die sagen, ist zu klein, ich bin eigentlich zufrieden. Okay, jetzt machen die mich so runter. Okay, Sie können sich soweit wieder anziehen. Aber haben Sie gesehen? Gucken Sie richtig. Nein, ich hab's. Ja, alles gut, ich hab's schon gesehen. Okay. Wir wollen eine Schniedelverlängerung. Nein, aber das. Nee, da muss ich jetzt aber mal einschreiten, weil das reden Sie ja dem Herrn ein. Der Herr nein, hat sich sagt, er ist ja zufrieden eigentlich. Sag mal, schätz mal ein, wie groß ungefähr? Ray? Ich? Nee, Ray. Achso. Ich hab ja gesagt, 2 Leiskorn. Und das naja, ist das Problem. Naja, kommt so an, wie groß jetzt man so ein Reiskorn einschätzt. Ja, so ein Basmati. Ohne Wasser. Ja, aber die Herren, also ich muss Ihnen wirklich sagen, Sie können ihm das zwar einreden, aber wenn er sagt, er ist eigentlich zufrieden damit, können wir hier gar nichts machen. Bist du wirklich zufrieden damit, Ray? Ja, es geht, ne? Also ich weiß nicht, kann man so vielleicht so 2 Leiskorn drauf tun? Also das Doppelte nochmal. Mhm. Sonst würde ich ein Stück von mir abschneiden, so. Und ihm geben, wie männlich von Ihnen. Warum ziehen Sie sich denn jetzt alle aus? Ja, ich wollte nur gucken, ob das funktioniert vielleicht. Nee, das funktioniert nicht. Das kann ich einfach den Blutwerten und so, kann gar nicht funktionieren. Okay. Sind Sie keine Ärzte? Doch, natürlich, aber ich muss Sie mir nicht, wenn Sie sich einfach ausziehen. Ich konnte Ihnen vorher auch schon beantworten können, dass Sie nichts von Ihrem Genital an den Herrn links von mir abgeben können. Dann müssen wir das, also läuft das über Spenden oder wie machen wir das? Soll ich mich eintragen? Also, eintragen? Ja, in eine Spenderliste für Svenze. Nein, das lässt sich so verlängern. Dafür, Sie brauchen keinen Schwanzspender. Oh. Okay. Ja. Man kann das durch plastische Chirurgie machen, aber also ich bin keine plastische Chirurgin, dann müsste ich jemanden dazu holen, der, wenn jemand da ist. Können Sie den dazu holen, bitte? Bitte. Ja. Einmal durchfunken, wer für die Schwänze verantwortlich ist. Wer ist denn nochmal? Lei. Lei, leg dich schon mal hin. Jetzt schon? Ja, leg dich schon. Ich bin aber aufgelegt, wie sieht das dann aus, Mann? Alles gut, wir sind da für dich. Ich halte deine Hand wie bei meiner Beschneidung, meiner Tante. Bist du aufgeregt? Soll ich so schön aussehen? Ja. So. Boah, das ist viel schwer. Das ist echt. Homie, ist wirklich übel, man. Ist so klein oder was, Jungs? Warum?
Wir wollen dir helfen, Bro. Also der, Entschuldigung, der Arzt ist soweit zwar gerade da, aber der hat gesagt, er braucht Vorbereitung, er kann das nicht einfach so machen, sie müssten sich dann nochmal melden. Aber ich will jetzt haben eine größere Chance. Ja, aber das kann man sich ja nicht aussuchen, wann hier irgendwas passiert. OPs müssen ja vorbereitet werden. Morgen ist Unicorn-Party, ich wollte dahin. Die können ja auch so dahin, sie sagen ja selbst, die haben kein großes Problem damit. Ja, aber ich glaube, das sind so, die sind geil auf 20, ich will größere haben. Wie gesagt, wir können Ihnen soweit nicht weiterhelfen, bis der Kollege Zeit hat, der hat gerade keine Zeit. Der hat gesagt, er müsste sich auf so eine OP vorbereiten. Wo ist er denn? Nicht hier gerade, ich glaube draußen. Können Sie den einmal reinholen? Nee, der ist im Außendienst. Das ist echt schwer. Oh nein, warum weinen Sie denn das jetzt? Es kann nicht sein, dass wir einen Kumpel mitnehmen und ihm niemand einen Lapdance geben will. Weil die Frauen wollen ja sehen, dass es... Aber man macht doch einen Lapdance, dafür müssen sie doch nicht nackt sein. Nein, aber... Aber ich will ja wenigstens, dass sie... Wissen Sie, wie respektlos das ist, wenn da nichts läuft? Dann stecken sie sich Socken rein. Aber was ist, wenn die sieht mal Hose aus und die sieht Socken? Na, aber beim Lapdance, die sind ja auch alles hochqualitative Frauen im Unicorn, die ziehen nicht ihre Hose aus. Sogar seine Träne ist größer als sein Schwanz. Wissen Sie, über welches Thema wir gerade reden? Ich verstehe sie, ja, aber wie zwei gesagt... Zwei Reiskörner. Ohne Wasser, Basmati-Reis. Ja, das ist schon... So, wie sich jeder fühlt. Aber wie gesagt, die Frauen sind hochqualitative Frauen, die werden sie da morgen nicht ausziehen. Und wenn sie dann immer noch das Bedürfnis haben, können sie gerne vorbeikommen, dann wird sich der Arzt um sie kümmern, operativ. Also wir wollen auf jeden Fall einen Termin. Okay. Ich will einen Termin, ja. Ich will sofort. Costa, die wollen einen Termin machen. Wann könntest du das denn irgendwie einrichten? Heute, das ist super. Ich rufe. Sonntag ist gut, sagt er. Sonntag, okay, warten wir auf die... Ist das Boss oder was von hier? Oh, Sonntag, Alter, Sonntag ist sehr schwer. Nee, an sich nicht, aber ich glaube... Dann gibt es wenigstens ein Vorgespräch heute, dass wir sagen, was wir planen und vielleicht gibt es auch ein Bild, wie das danach aussieht. Okay. Bei der Nasen-OP. Ich rufe ihn mal an, ich frage ihn mal, ja? Ja, ich danke. Ich hoffe, das Lee. Ja, ich will meine Swans, ja, yes, sofort. Morgen ist die Party. Rosa. Rosa. Wir machen das selber. Ich glaube, der Kollege kommt jetzt kurz vorbei. Oh, er kommt jetzt. Okay, yes. Super. Oh. Perfekt. Ja, da kommt er. Hallo. Costa, mein Name, der behandelnde Oberarzt zurzeit, ja? Ja. Ich habe von Ihrem Problem schon gehört, sie. Mhm. Und wie kann man das da legen? Die Größe. Was haben Sie sich denn überhaupt vorgestellt? Also Sie können nicht hier meinen, dass das... Sehen Sie? Ich verstehe das Problem. Ja, das ist zwei Leiskorn. Ich will haben vier. Ohne, das ist Basmati-Leis. Ist locken, ist nicht groß. Ist ein bisschen größer. See, das kann ich verstehen, aber du kommst doch auf die Technik drauf an oder funktioniert gar nicht. Kennt ihr diesen Tag, wo ihr komplett läscht und kommt für Chat? Nur die Oberschenkel. Heute ist so ein Tag. Okay, ich kann nicht mal geben, listige Backshots. Das geht nicht. Also, wie gesagt, ohne Munition, verstehen Sie? Aber ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie müssen da nicht erwarten, dass Sie da 25 cm da unten haben auf einmal. Ja, das ist, wir können keine Wunder vollziehen, das funktioniert nicht. Ja? In vier Leiskorn, geht das? Ich denke schon, das würden wir hinkriegen. Hätten Sie, ich denke, Sonntag würde passen, Sie, zum Nachmittag hin. Warum so spät? Müssen Sie mehrere Schwänze operieren oder was? Nein, aber das Problem ist, ich bin teilweise noch anders verhindert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe nicht immer die Zeit, um wach zu werden. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen einen festen Termin machen. Okay, einen Termin. Lei?
Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, am Sonntag nennen Sie eine Uhrzeit, wo Sie da sein können als Patient, dann würden die nötigen Maßnahmen ergreifen. Dann würden wir das vollziehen können, Sie. Ist mir egal. Wann haben Sie Zeit? Entschuldige mich kurz. Der Arzt und so, kommt mal. Ich würde sagen, Sonntag 14 Uhr geht das. Hey. Yeah. Wir machen das einfach. Yeah. Wir. Wir, wie wir damals Destiny operiert haben und die Röntgenbilder gemacht haben, machen wir die Penisverlängerung. Okay, kriegen wir. Ja, wir müssen uns umziehen. Würde ich sagen, let's go. Okay. Geht dann auch wichtig hoch wieder, wenn ist die nackte Operation. Natürlich, natürlich. Und dann die Frauen sieht auch meine Beule in der Hose, wenn ich kriege ein Style. Kommt drauf an, wie sie sich anziehen. Kommt drauf an, wie sie sich dann anziehen, ja. Wenn sie so weite Hosen tragen, da sieht man natürlich nichts, aber ansonsten soll ich enge Skinny Jeans anziehen, zum Beispiel. Oh. Von mir aus können Sie auch einen String anziehen, wenn Sie das möchten. Das ist auch kein Problem. So mit einem Elefantenrüssel, verstehen Sie, mit Ohren. Das würde ich nicht. Ja, das liegt an Ihnen, also. Wie gesagt, Sonntag 14 Uhr. Ach, Sonntag 14 Uhr, ich bin hier. Perfekter Moment, aber dann kriegen Sie dann, wie soll ich sagen, kein Muffensausen oder sowas, ja? Seien Sie auch. Nein, ich bin hier. Perfekter Moment, ich freue mich drauf. Ja, oh, Sie freuen sich, meine Schwanz zu operieren? Ihnen helfen zu können, mehr nicht. Ah, okay. Sie. Ja, dann ich bin gespannt, wie man kann das operieren. Sie, das kriegen wir hin, also, denken Sie. Sie werden da wahrscheinlich eh schlafen. Gib mir Narkose, Senior. Oh. Ist doch vorweg, haben Sie irgendwelche Allergene oder sonst irgendwie? Nein. Nur ich bin ein bisschen allergisch gegen Hund. Haben Sie Hund hier? Nee, da wäre ich in der Stadt vorsichtig. Sonst wollte ich gerade sagen, aber was hast du denn damals in der Heimat gemacht? Habt ihr die da nicht gegessen? Ja, ich habe zu viel gegessen und deswegen. Yo! Okay. Jetzt habe ich eine gewisse Abneigung dagegen. Perfekt, Mann. Ich habe das Ganze notiert. Sie haben keine Allergien, wie gesagt, soweit. Die restlichen Tests machen wir dann am Sonntag, wie Blutdruck und sowas alles. Okay. Tschüss. Ah, dann ich freue mich. Perfekt, Mann. Super, dann passen Sie auf sich auf, soweit. Ja. Und gehen Sie den Frauen so lange aus dem Weg. Ja, denken Sie, kommt komisch, wenn ich komme jetzt mit meiner Zweileiskorn? Das können Sie gerne mal probieren, aber ich glaube ja. Hm. Aber ich glaube, die eine oder andere wird damit auch umgehen können. Ja. Bestimmt. Okay. Lassen Sie es nicht ernüchtern. Weil was sage ich sonst immer? Nur der Charakter zählt. Der Charakter zählt. Genau. Okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Perfekt, am Ende, dann passt auf euch auch. Schönen Abend noch. Ich danke Ihnen, ja. Ciao. Okay. Hasta luego. Ciao. Alter, wo kommt der Spruch her, Alter, mit der Essen, die das nicht in eurer Heimat? Ich weiß nicht, Mann. Voll des Arschlochs, ist Rassist, aber ich höre das so oft hier. Nein, als ob. Nein, als ob. Als ob. Vom Unicorn, der da arbeitet? Ich kenne viele, ja. Stefano. Ja, ich weiß halt nicht, ob die da sind. Stefano und der alte von Santa. Wie heißt denn der nochmal? Der Bremo, der arbeitet auch da. Bitte sehr, hier haben wir das Kühlpack. Ich guck mal, ob ich ihn erreichen kann. So, kein Ding. Nein, das tut er nicht. Also, wir fahren zwischendurch. Ja. Ich hab ein Auto, komm mit. Wetter draußen. Wir fahren mal zum Kleidungsladen. Breitenberg. Der ist da, aber der nimmt gerade nicht ab. Seine Nummer ist 1964. Alles klar. Let's go. Machen wir Way zu einem glücklichen Mann.
kommen. 19 Monate, Brudi, mach weiter, immer weiter. Komm, ich seh nichts. Wegen mir? Ne, wegen Ray. 555? Welche Farbe? Das letzte nehmen, oder? Letzte schwarze. Oh, Rick, danke dir für deine 5 Gifted. Kuss. Welche denkst? Hose? So weiß, oder? Ja. So enge Leggings. Yo! Danke dir für deine 10 Gifte, Bro. Fucking Sleeper, man. Danke, danke, danke für deine 15 Gifted. Kuss. Hier, ich hab ne richtige Leggings. Hast du die oder die? Oh, guck mal, die. Eine richtige Leggings. Ja, welche hast du? Das ist eine Fitnesshose, Alter, die du hast von Marc. 102. Und Carles, Alter. Play better, you fucking noob kid. Okay. Schuhe einfach. Hier, die. Jo! Kannst du mir in ein Pinselang geben? Hier, die. Ja, die sind gut. Welche Nummer? Danke Nummer? Dir, Bro, für 20 Gifted. Nummer sind Schuhe 79. Der Klick ist danach eigentlich auch Party und Geld? Oh, ja, kriegen wir schon hin. Danke, 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 danke für dein ganzes Gift, mein Bruder. Kuss an jeden, der ein Sub geschenkt bekommen hat, bedankt euch bei dem Bruder. W ist rein. Wir haben 6,2k, das ist auch crazy. Okay. Hat man bei Weste nicht so Dings? Ja. Weißt du so? Nee, bei Kette. Bei Kette. Nein, bei Kette habe ich nichts gefunden. Doch, bei Kette Nummer 164. Okay. Nimmst du noch einen Hut? Ja, ich überlege aber gerade welchen. Warte, es gibt doch bei... Warte. Es gibt doch bei Maske diese Corona-Maske. Wo denn? Hier. Nummer 46. 64. Was laberst du? 46, ja. Hä? Achso, ja. Weiße Maske hast du? Ne, ich hab die blaue. Du musst die grüne nehmen, ich glaube, die ist für OP-Saal. Okay. Warte, ich guck noch nach A, ne? Ich hab Arme. Arme null, Homie. Nein. Wie hast du diese Dings bekommen?
Name 85. Na, okay. Okay, Okay, die ist gut, ne? Mit den Armen. Wenn du Handschuhe aussiehst, dann gehen die weg. Was hast du gesagt? Das wird nicht klappen mit den Armen. Wenn du Handschuhe ausziehst, dann gehen die weg. Ich zieh Handschuhe nicht aus. Okay. Danke dir, Bro, für die ganzen Gifted. Das looks crazy. Ah, hierfür gibt's nichts. Nee, meine Arme sind nicht weg. Nicht der Handschuhe ausziehen. Okay, bei diesen OP-Handschuhen ist das so. Ein Medic. Okay, komm. Okay. Rayco, Medic. So, bist du bereit? Ich bin bereit. So, wir müssen irgendwie uns durchschleichen. Ja. Du bist Dr. Soso und Dr. Kevin ist, oder was? Genau. Ich bin in einer Minute da, ja? Geht schon mal rein. Warte, lass noch nicht rein. Yo, Kira! Hi, mein Sohn. Ich brauch deine Hilfe. Was ist denn? Hast du Schwarzgeld für mich? Weiß ich gerade gar nicht. Ich geb dir auch in Anführungszeichen gewaschen ist dafür. Warum? Was willst du mit Schwarzgeld? Ich brauche ein bisschen Schwarzgeld. Für was? Das kann ich dir nicht sagen. Du bist doch Bedienerin, oder nicht? Ja. Aber du brauchst ein Schwarzgeld. Ja, weil ich möchte das testen bei uns im Labor. Praktisch. Was der Unterschied ist für uns zwischen dem Schwarzgeld und dem Nicht-Schwarzgeld. Und ich kann aber kein Schwarzgeld aktuell aus der Kasse nehmen, weil ich die Rechte nicht dafür hab. Deswegen könntest du mir ein bisschen was geben, bitte, bitte. Ja, schick dir den Standort. Ja, danke. Ciao. Ey, komm mal mit, steig ein. Ich soll Kira Schwarzgeld geben. Ey, du musst mir noch Geld geben, Homie. Ich hab's dir doch gegeben schon. Das grüne Geld. Ja, hab ich dir auch schon. Was ist los mit dir? Homie, du bist ein Bastard. Ich schwöre, ich hab's dir gegeben. Wo hast du es mir gegeben? Hab's dir gegeben schon direkt in die Hand? Liegt doch nicht. Mit dir mache ich nie wieder irgendwas. Du bist ein Ekelhafter, ehrlich. Du bist ein Halsabschneider. Ich hab dir das Geld gegeben, Junge. Ich hab kein Schwarzgeld, oder? Hast du Schwarzgeld in hast du irgendein Auto Schwarzgeld? Nein. Für was? Für Kira. Was? Hier ist auch nichts, Ami. Was will sie damit? Irgendein Test. Ich hab doch kein Schwarzgeld. Ja, scheiß drauf, komm. Ja? Ich hab doch kein Schwarzgeld mehr. Ich hab schon gewaschen. Gar nichts. Kannst du mir nicht irgendwo ein bisschen was besorgen? Ey, schau mal, was ich hier alles für dich mache. Ich bin deine Mutter, ich bitte dich. Du schaffst es doch. Warte. Ey, Kevin, wir brauchen ein bisschen Schwarzgeld von dir, es wird. Ja, komm, wir können gucken, ob da was ist.
Oder funk mal durch bei MRB. Also sie würde das Geld original so 1:1 grün zurückgeben. Ehrlich? Ja. Yeah. Ja, okay. Dann soll sie kommen, ich gebe ihr 100 Geld. Wo habt ihr Lager? Warte. Wen gehört's auch zu? Mir. Ich kauf dir das ab, ja. Für wie viel? Warte. Ja, ich hab 200k. Ey, nimm diese 200k und spiel damit Tetris. Ich hab nicht viel. Wie viel? 50k. Das reicht. Ja. Wo bist du denn? So, wo bist du? Ich bin Arena. Arena? Ich hab dir einen Standort geschickt. Okay, ich hab 50.000 Schwarzgeld, reicht das? Ja, reicht und ja. Komm einfach mal her. Ray, bist du aufgeregt? Boah, es kannst du nicht erwarten. Wann geht's los, Mann? Geht gleich los, Bro. Aber tut auch nicht weh? Nein. Was, wenn wir gefickt werden? Aber ich glaube nicht, dass sie mich ficken würde, oder? Wieso? Aus deiner Mutter? Ja, irgendwie, aber warum will ihr... Ja, vielleicht will sie jemanden testen und dann hops nehmen, weißt du? Ja, okay. Also das schon sehr ist das. Hallo. Hey, was geht bei euch ab? Wir haben gleich eine OP. Ja. Wir operieren gleich, Ray. Wen operiert ihr? Ray, der Junge hier, der will eine Schwanzverlängerung. Oh. Mhm. Und ihr wisst, wie sowas geht? Natürlich. Wir haben das schon öfter gemacht. Und was benutzt ihr da für die Verlängerung? Dein Schwanz? Nein. Sondern? Schweinefleisch. Schweinefleisch? Oh mein Gott, okay. Alles gut. Ich kann wenigstens verlegen. Dann bleibt er nicht lang. Für was brauchst du Schwarzgeld? Ich will das so ein bisschen testen, mal unter die Lupe nehmen. Was willst du unter die Lupe nehmen? Hm? Was? Das Schwarzgeld. Okay, hast du das Geld dabei? Nein. Ich überweise es. Wie willst du überweisen? Ja, mit dem Tablet. Ah, überweis? Dir? Ja. Gib mir mal deine IBAN. MOB, oder? Deine IBAN. Hast du ein Tablet dabei? Ja, du... Banking, okay. Ja, DE11. DE11, ja. Geh mal die 0. Ja. 14AA. 14AA, ja. 961. 961, ja. A. A. 961. A. A, ja. BB. Ja. 75. Einfach Haramschwanz. Okay, weiß warte, ich sag's dir nochmal, okay? DE11, 4 mal die 0, 14AA, 961A, ABB. Nee, BB. Nur BB? Ja, BB, 75. Okay, und 50.000, gell? Ja. Diese IBAN existiert nicht. Funktioniert das vielleicht noch nicht? Genau. Sag mal Mann, gib mir einfach das Schwarzgeld, sie gibt's irgendwann mal. Ja, genau. Warte. B8 am Ende.
Ach, dein Ernst? Okay, ja. Warte. Ja, genau. Nee, wir machen es so. Ich gib's dir einfach das nächste Mal. Nee, nee, mach jetzt. Oh, Homie, mach jetzt, Alter! Mach jetzt, DE11. Oh Gott, ey, habt ihr es so nötig? Ja, natürlich hab ich es nötig. Okay, warte. Wir rennen nicht von. Okay, DE11. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4, ja. 14A, A. 14A, A. Mhm. 961. Ja. 961. A. A. B875. B875. Ja. Ja. Okay. An Levin war das jetzt, gell? Ja, genau. Okay. Was ist deine Nummer? 905. Perfekt, bitte. Super. Kein Problem. Gut, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Und wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid und viel alles Erfolg klar. Bei der OP. Wenn ihr Unterstützung braucht, sagt Bescheid. Und sag uns, wie der Test dann war, ja? Weil wir wollen uns auch bald bewerben bei der Polizei. Ja, okay. Okay, danke dir. Okay. Gut, mach's gut. Achso, könntest du, wie militante Veganerin am Ende so Schwanzbewertung machen? Ja, kann ich machen. Oh, okay. Objektiv. Ich war auch mal Medizinerin. Okay. Wie gesagt? Sie mag Schwanzbewertung bei mir. Sehr gut. Okay. Ich spüre dein Herzklopfen, Arme. Ja, ich spüre schon, ich bin aufgeregt, Alice. Ja? Ich kann nicht erwarten. Freust du dich, Arme? Ja, das ist eine große Steigerung. Von die 2 Leiskorn auf 4 ist krass. Du musst dafür sogar nicht mal bezahlen, ja? Ehrlich, Nies? Nein, nein. Oh, ich hab sowieso nur $500. Warte. Damit kannst du dir danach eine Creme holen. Oh. Weil die bezahlen wir auf jeden Fall nicht. Das Ding ist aber, das Ganze läuft ohne Narkose. Hä, ich sagte ohne? Mit Narkose. Ja, ohne Narkose. Okay. Also hab ich Schmerzen. Ja, aber nur kurz. Okay, ich hoffe. So, komm mit. Ja, genau. Nee, wir hatten aber. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Ey, bitte erzähl das niemanden, okay? Ja, yeah, okay. Also auch nicht 01 oder sowas. Komm auf keine blöden Ideen. Und Kevin soll auch die Schnauze halten. Sag ihm das bitte. Okay. Danke, so. Bis dann. Ciao. Entschuldigung, wer sind Sie? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Machen wir das bitte. Was machen Sie in meinem Krankenhaus? Können Sie sich als Ärzte ausweisen? Ja, wir sind von Frankreich. Mhm. Diese hier hat eine 10.000 Euro. Hat er überwiesen für ein Penisverlängerung. Penisverlängerung. Die genau. Hat er hier am Sonntag schon gebucht bei einem sehr, sehr guten Arzt. Alles gut, alles gut. Wir sind extra dafür eingereist für seine Penisoperation. Wir machen das. Ich muss sie leider, sie sind keine Ärzte von mir. Ich muss sie leider bitten, ins Krankenhaus zu verlassen. Tut mir leid, für diese Störung, aber wir wurden eingereist extra aus Frankreich und die Sommer hat uns gerufen, weil er gar nicht lange warten mit seiner Penisoperation. Was, wenn der Mann jetzt Probleme hat danach? Oder zum Beispiel, der noch kleiner ist oder. Nein, wieso gut. Keine sexuellen Sachen mehr machen kann. Auf wen kommt er dann zu? Aber nicht auf mein Krankenhaus. Nein, nicht dein Krankenhaus. Das ist Krankenhaus aus Frankreich. Wir sind nur hier, um ein, zwei Geräte zu benutzen, falls es okay ist. Das ist guter Erste. Ich hab extra gebucht.
Und der Patient ist sich auch bewusst, dass sie das alles, ja, wie soll ich sagen, auf uns lastet und auf uns beruht und nicht auf dieses Krankenhaus. Okay, der Patient muss mir hier bitte mindestens einmal unterschreiben, dass wir, das Los Santos Medical Department, dass er uns von allen Pflichten befreit, die hier bezüglich passieren. Egal, ob sie was in ihm vergessen, außerhalb von ihm vergessen, egal, ob sie was nicht sterilisieren oder sonstiges. Und dass der Aufenthalt danach auch hier vorbei ist und dass sie sich dann weiter um ihn kümmern. Können Sie mir das einmal unterschreiben? Ja, ich bleibe hier. Dankeschön. So, Dankeschön. Dann vertraue ich Ihnen einfach mal. Ihren Amtsausweis sehe ich ja und dann machen Sie das, wie gesagt, aber wie gesagt, ich wollte fragen, haben Sie noch einen besseren OP-Raum, weil hier ist wirklich keine Geräte oder sonstiges. Wir bräuchten mal explizit einen Raum dafür, wo wir auch unsere Ruhe haben. Ich weiß nicht, können Sie unseren Aufzug benutzen? Kommen Sie mit. Ja, ich komm. Sonst können Sie uns ja tragen. Ach, wie kommen Sie dann wieder runter? Nee. Oh no. Nee. Ich hab versucht. Ja, können wir benutzen. Okay, dann einmal in den OP-Saal. OP-Saal. Och, okay. Hier oder was? Hier, Surgery. Och, das ist doch sehr gut. Ich danke Ihnen, ja? Sehr gerne. Passen Sie auf den Herrn auf, machen Sie keine Faxen und mit dem Mann und bringen Sie den Heile wieder nach unten. Ja, wie gesagt, wir stellen Ihnen nur die Räumlichkeiten, alles andere passiert über Sie, ja? Okay, passen Sie auf sich auf. Ja, Sie auch auf sich. Meint den Patienten. Hey, Homie. Ich hole kurz Kevin noch, ja? Alle gut. Spiel dir schon mal ein bisschen am Schwanz rum, damit der größer wird, weißt du, damit wir auch vielleicht mit einer Pinzette anpacken können. Soll ich es einmal machen? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, ich mach. Damit noch einmal so Durchfluss kommt, ja? Okay, ich mag. Okay. Bam, hoch! Seh! Oh! Gott, oh! Kopfspucken! Mit zum Boxi. Du Hudo. Keine Ahnung, Chat. Ob Ray streamt, ob wir haben ihn random kennengelernt. Ich glaube, er streamt nicht. Abata kam. Damn, oh. Oh, see. Oh, damn. Homie, alles gut? Ja, yeah, everything good, bro. Warum? Ist was? Bist du fertig, Homie? Ja. Okay, gut. Okay. Mach dich locker, ja, Homie? Ja, ich bin ein bisschen angespannt. Ich hoffe, das tut nicht so doll weh. Wie groß soll ich den machen, Homie? Mach mal so, wenn du geht, 4. Wenn die Best ist, 5, okay? 5, okay. Ja, bitte.
Aha.